Hallo Camperfreunde. Ja, herzlich willkommen wieder auf dem Kanal. Heute bin ich nochmals bei Müller Motors in Königswinter. Und wir haben ja ein außergewöhnliches Fahrzeug heute, einen Wohnwagen in der Kompaktklasse, einen Carpento Caravan 310. Das Fahrzeug ist 4 Meter, knapp etwa 4 Meter lang, 4,40 Meter, um genau zu sein, und wiegt unter 750 Kilo. Das ist ganz spannend, weil damit dürft ihr ihn eigentlich mit jedem beliebigen Pkw ziehen und braucht auch keinen speziellen Anhängerführerschein dafür. Der Wagen selber ist knapp 2 Meter breit, 2,38 hoch, bietet Schlafraum für zwei Leute und Sitzräume bis zu vier Leute. Und das Spannende ist das Design und das zeige ich euch gleich. Also, bis gleich nach dem Intro. Ja, Camperfreunde, das ist er, der Carpento Caravan 310. Ihr seht ein sehr futuristisches Design. Wir haben ein Glasfaserverbundstoff von der Außenhaut, Polycarbonatfenster, sehr windschnittig, schöne Panoramafenster. Das macht wirklich was aus. Also, das sieht wirklich gut aus. Alco-Fahrgestell, was man auch problemlos auflasten kann. Wie gesagt, aktuell bis 750 Kilo und somit von jedem Pkw eigentlich zu ziehen. Ideal für die, ich sag mal, Camper ohne Anhängerführerschein. Schönen Gruß an Melli von Happy Camper, die ja auch ein großer Fan von diesen kleinen Fahrzeugen ist. So, ich mache nochmal die Klappe hier zu, damit ihr schönen Anblick von hinten habt. Da könnt ihr schon mal ein Blick hineinwerfen. Ja, mal gucken, ob ich näher dran komme. Da sieht man schon jede Menge Holz, LED-Beleuchtung. Wirklich ein schönes Fahrzeug. Jetzt gehen wir mal von außen, nehmen wir ein bisschen mehr Tageslicht. Heute ist scheußliches Wetter, aber ich wollte euch nicht länger warten lassen. Ihr seht hier oben schon den Wassereinlauf, unten ist der Ablauf. Und hier ist der Stromzugang. So, das ist im Grunde genommen schon der kleine Carpento. Jetzt gucken wir mal hier hinein. In der Klappe ist sowohl der Gasanschluss zum Kochen, der liegt da unten drin, als auch noch mal ein bisschen Stauraum, wo man halt wirklich notdürftig noch was reinkriegt. Vielleicht einen kleinen flachen Stuhl oder sowas. Muss man gucken, was man noch neben die Gasflasche kriegt. Und der Rest, ja, spielt sich innen drin ab. Gehen wir einfach mal hinein. Sehr witzig auch hier dieser Gumminupsi hier unten, der die Tür hält und so ein schönes Plop-Geräusch macht. Hier haben wir die kleine überschaubare Küche. Aber es ist alles vorhanden. Also, wenn wir jetzt hier reingucken, ein Flammenkocher mit Wasserhahn versenkt, kleines Waschbecken. Also, es ist vollkommen ausreichend, ja, für so ein kleines Fahrzeug. Man ist ja doch, wenn man mit dem Fahrzeug unterwegs ist, mehr draußen, als dass man wirklich dann im Notfall drin sitzt, ja. Ich gehe mal gerade hinein. Mach mal einen Schwenk über die Küche. So. Und dann zeige ich euch nochmal hier ein paar Schubladen und sowas. So, einmal hier, schöne Schublade, Besteckkasten muss da rein. So. Dann haben wir hier Ablagefächer. Das sind alles Holztüren. Das seht ihr auch, das ist Massivholz. Also das ist schon von der Haptik her, vom ganzen Anfassen her sehr, sehr schön. Schauen wir mal eine Etage höher. Oberschenkel. So, da passt was rein.
Man merkt schon, dass es massives Holz ist, aber halt eben sehr leicht. Ich würde sagen, eine Art Sperrholz könnte ein paar Lovnia drunter sein, oder muss ich gleich nochmal im Prospekt gucken, was das genau ist. Hier gucken wir ins Bad hinein. Hallo, ihr Lieben. Kleines Waschbecken, warm Wasser, Kaltwasser, Potta Potti hier drin. Da kann natürlich auch eine Trenntoilette rein. Hier nochmal ein kleiner Schrank. Da kriegt man das Notwendigste rein. Oben haben wir, ich schwenke euch mal kurz langsam nach oben. So, hier haben wir ein richtiges Lüftungsfenster. Also eine Dachluke. So. Dann schwenken wir uns rum. So sieht das gute Stück von innen aus. Schön angeformt an die Fahrzeugform, die Sitzecke. Wir haben hier Stauraum oben mit Blick auf die Außenhaut. Schön LED verbaut. Hier hinter ist so ein Velourstoff. Kann man gerade wegen dem ganzen Licht nicht so richtig schön sehen, was doch sehr hell ist. Aber wenn man jetzt hier mal die Bespannung anguckt, hier sieht man es schön. Das ist so ein Velourstoff. Wirklich schön. Haptisch, optisch sehr, sehr schön. Gefällt. Auch hier nochmal Stauraum. Ja, bis in die Ecke vorne. Das Ganze dann auf der anderen Seite natürlich auch nochmal ein bisschen kleiner. Und hier vorne wird es dann auch mit der Stehhöhe für mich schon schwierig. Da haben wir nämlich, ja, ich denke mal so bis zum Einstieg hier, Kleiderschrank, knapp 1,87, 1,88. Jetzt mache ich mal gerade den Kleiderschrank auf. So, guckt mal hier. Da ist Ablage. Hier hinter ist der Wassertank. Ja, da kann man ein bisschen was reinhängen. Hier oben ist so eine Aluminiumkonstruktion. Da kriege ich einen Kleiderbügel dran. Und wir haben natürlich hier auch noch eine LED-Beleuchtung. Sehr, sehr schön. Mit Touch. Das gefällt. So, dann setze ich mich gerade hin. Hier haben wir den kleinen, aber feinen Kühlschrank. Und in der Tür, ja, ein wenig Platz. Eine 1 Liter Flasche geht da rein. Das ist nicht das Problem. Dann haben wir hier unten noch einen Auszug, den blende ich euch jetzt ein. So. Natürlich Soft Close, wie sich das gehört. Und wenn wir jetzt auf die andere Seite gehen, haben wir hier sogar in den Schrank eingelassen Flaschenhalter, sodass ich hier also auch noch mal was reinstellen kann. Weinflaschen oder ähnliches, ein paar Ablagemöglichkeiten. So. Und dann drehen wir uns mal um. Ihr seht hier schon, da unten ist der Sicherungskasten und auch noch mal ein Brett zum Ausklappen. Der ganze Tisch lässt sich dann hier auf diese Auflagen legen und dann habe ich hier zusätzlich noch mal eine Bettverbreiterung. So, jetzt muss ich gucken, wie geht es hier drunter weiter. Genau, hier haben wir noch mal Stauraum zum Hochklappen. Das ist eine schöne Mechanik und da seht ihr, hier ist richtig Platz noch mal drin. Ich schwenke euch noch mal ein bisschen weiter runter. So, und das haben wir auf beiden Seiten, sodass wir hier wirklich vernünftigen Platz haben. Und auf der Seite genau dasselbe. Ja, vorne ein kleines Heki zum Belüften. Und dann haben wir hier einen schnuckligen kleinen Wohnwagen. Hier nochmal kurz die Kontrolleinheiten. Hier seht ihr Wasserstandsanzeige, Batteriestandsanzeige, 2x12 Volt, einmal 220 Volt, diverse Lichtschalter, eine Lüftung ist verbaut, LED-Außenbeleuchtung ist verbaut.
Hier ist noch eine Steckdose. Also wirklich schön gelöst. Schönes, kleines, schnuckliges Fahrzeug. Und dieser Blick ist einfach toll. Wenn wir uns jetzt mal den Autohof da vorne wegdenken und stattdessen einen schönen Blick auf den See oder sowas. Wunderbar. Ja, wenn euch diese Art Video gefällt, lasst mir ein Like da. Und schaut euch gerne mal in den anderen Videos um, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr mein Abo noch da lasst, das wäre fantastisch. Vielen lieben Dank, bis später.